Ja, liebe HT1-Zuseher, ich darf Sie heute ganz herzlich aus dem Melodium in Peuerbach begrüßen und freue mich jetzt auf ein Gespräch mit unserem Herrn Landeshauptmann, Magister Thomas Stelzer. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns ein bisschen zu plaudern. Danke für die Einladung. Ja, der 6. April 2017 war für Sie natürlich ein ganz besonderer Tag, denn da haben Sie das Amt des Landeschefs von Dr. Josef Bühringer übernommen. Wie haben Sie die bisherige Zeit als Landeshauptmann erlebt? Es war bisher eine sehr intensive Zeit. Es war ja für mich nicht sehr überraschend, dass ich von Dr. Bühringer das Amt des Landeshauptmanns übernehme. Aber als es dann soweit war, da merkt man dann wirklich, welche große Aufgabe das ist, was auch für eine Verantwortung damit verbunden ist, aber auch wie vielfältig und bunt diese Aufgabe ist. Und das ist auch etwas sehr Schönes und motiviert ungemein. Positives Regionales im Fernsehen. Täglich um 17 und 21 Uhr auf Satellit LT1 Oberösterreich. Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie im Ikuna Naturerlebnispark in Natternbach. Ikuna.at. Vom 24. bis 25. Juni findet im Melodium in Peuerbach die Ausstellung Handwerkskunst mit vielen tollen Ausstellern und ihren beeindruckenden Eigenkreationen aus den Bereichen Textil, Schmuck, Kosmetik, Holz und vielen weiteren statt. Das dürfen Sie nicht verpassen. Tausende Shopping-Begeisterte feierten am vergangenen Wochenende die Eröffnung des Wohn- und Geschäftshauses Zentrum. Auch die neue Polizeiinspektion und der renovierte Rathausplatz wurden vorgestellt. Wenn Bad Schalabach feiert, dann feiert Bad Schalabach groß. Und wenn Bad Schalabach was macht, dann macht wirklich was Ganzes. Und sie haben heute ein Dreifachfest, eine Büro-, Geschäfts- und Wohnraum. Eröffnung. Sie haben den Rathausplatz heute eröffnet, Sie haben eine Standardkampagne eröffnet und da sind wir mittendrin. Wir sind präsent, wir sind auch bei unseren Kunden und man kann die Verantwortlichen wirklich nur gratulieren, was sie da zustande gebracht haben, an Herrn Bürgermeister und sein Team, großartige Leistung. Es geht einem natürlich das Herz auf, wenn man sieht, was hier entstanden ist. Es ist ein großartiges Bauwerk, alleine schon, aber auch die Geschäftszeile, die da hier entstanden ist, die Betriebe, die da investiert haben, die da ganz Tolles hier daraus gemacht haben. Es ist eine wirklich hervorragende Bereicherung für die ganze Nahversorgung in Bad Schalabach, die natürlich auch touristisch etwas Wichtiges ist. Sie ist ja ausgezeichnet in Schalabach und damit wird es nur einmal unterstrichen und das ist natürlich herrlich. Ein Einkaufszentrum mitten im Ort. Nicht üblich, aber hoch willkommen. Das ist ein besonderes Ausrufezeichen, dass man zum gemeinsamen Leben im Herzen einer Gemeinde steht. Das ist eigentlich ein wenig auch gegen den Trend, Gott sei Dank, weil es auch darum geht, dass die Leute dort, wo sie eigentlich gerne zusammenkommen, nämlich am Hauptplatz, am Rathausplatz, dass sie dort auch ihre Bedürfnisse decken können, dass man dort auch versorgt wird. Und dazu muss man Bad Schalabach gratulieren und den Investoren danken, dass das möglich geworden ist. Der große Vorteil ist, dass einfach die Energie im Ort drinnen bleibt und dass die Leute im Ort einkaufen können und dass sie nicht weite Wege machen müssen und dass wir die grüne Natur erhalten. 14 Millionen Euro war es der Firma Novares wert, das Einkaufszentrum zu entwickeln und zu bauen. Eine so große Investition zu beginnen, noch dazu ein bestehendes, älteres Objekt zu kaufen, umzubauen, abzureißen und dann erfolgreich zu revitalisieren oder neu zu bauen, das ist eine große Herausforderung. Und wir als Gemeinde haben die Gelegenheit genutzt, den Rathausplatz mit neu zu bauen, dass das Ensemble einfach insgesamt eine hohe neue Attraktivität erreicht. Die letzten zwei Monate waren sicher intensiv, aber wenn man jetzt sieht, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie es angenommen wird, auch von der Bevölkerung, wie die Geschäfte angenommen werden, glaube ich, haben wir es. Genau ist genau das passiert, was wir eigentlich wollten und es funktioniert. Das neue Einkaufszentrum im Herzen Bad Schalabachs gefällt und zieht Besucher wie angesiedelte Anbieter in seinen Bann. Ich bin hingerissen, muss ich sagen. Sehr schön, ist ganz toll geworden, sehr einladend, wenn man reinfährt in den Ort. Also ist alles perfekt gelungen. Also ich kann nur sagen, wunderbar, das Schalabach, das baut auf und blüht auf. Ich finde den Bau sehr gelungen, Bauherren haben wirklich sehr viel Stil bewiesen. Ich freue mich auch, das ganze Konzept rundherum ist auch gelungen. Und natürlich freut es mich auch, dass ich hier im ersten Stock eine neue Ordination für plastische Chirurgie eröffnen durfte und freue mich jetzt aufs Arbeiten. Das Gebäude ist toll geworden, also die Geschäfte, es ist eine Vielfalt von Geschäften, von der Frau Holle bis zum Waldis, Backstube. Es ist ja wirklich eine Vielfalt und bereichert Bad Schalabach. Eine tolle Lösung, die hier gefunden worden ist. Und worauf liegen die Oberösterreicher beim Einkaufen Wert? Auf die Qualität. Also ich bin froh, wenn ich alles im Ort bekomme.
Mir persönlich ist beim Einkaufen besonders wichtig die Qualität und die Bequemlichkeit. Bei mir muss es immer schnell gehen und auf die Qualität in Bad Schalabach, da verlasse ich mich einfach. Dass es schnell geht. Mit Highlights wie den Modeschauen und der Polizeipräsentation mit Kinderpolizei waren die Feierlichkeiten, die Shopping Night und der Shopping Brunch ein echter Erfolg. Und wenn man an der Quelle lebt, dann ist das typisch für Bad Schalabach, dass ich auch an der Quelle einkaufe. Dieser Beitrag wurde Ihnen gewidmet von Liederregion Oberösterreich, Raiffeisenbank, Region Grieskirchen und Schalabach. Kauf an der Quelle. Ja, so ein neues Amt bringt natürlich auch die eine oder andere Veränderung mit sich. Was hat sich seither gravierend in Ihrem Leben verändert? Also bisher gab es immer noch den Landeshauptmann vor mir, den man dann noch gefragt hat. Jetzt bin ich der Chef sozusagen und entscheide letztgültig. Das ist schon etwas anderes. Und zum Beispiel auf der Straße reden mich jetzt fast alle Leute an, was sehr, sehr schön ist, weil man auch sieht, die legen Vertrauen in einem, die erwarten sich aber auch viel von einem. Und das Ganze macht eben diese Aufgabe sehr, sehr vielfältig und auch sehr aufwendig. Wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen, beziehungsweise was war ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, ich sehe meine Zukunft in der Politik? Also interessiert war ich immer an politischen Vorgängen, aber dass ich wirklich mitgemacht habe, das hat eigentlich ein Schulfreund veranlasst. Der hat mich zu einer jungen ÖVP-Sitzung mitgenommen, ob es mich interessiert. Ich bin mitgegangen und ich bin dann erst während der Sitzung draufgekommen, dass er eigentlich wen gesucht hat, der seine Ortsgruppe übernimmt. Und damit war es das dann auch. Und das hat mich einfach fasziniert, dass man Dinge bewegen kann, mit anderen gemeinsam zusammenarbeitet. Und da hat sich dann Schritt für Schritt bei uns so ergeben. Begeisterte Gäste und ein rauschendes Fest zwischen Kunsthandwerk und Honigwein. Wie der Mittelaltermarkt seinen Weg nach Gaspolzhofen fand, erzählt Gaukler und Veranstalter Egon Rusch. Vor 15 Jahren hat mich mal ein Kollege gefragt, würdest du nicht mit deiner Feuershow bei mir auf einer Mittelaltersache bloß bei einem Abend auftreten? Und das hat mich eigentlich so fasziniert, dass ich ein halbes Jahr später mit einem anderen Kollegen einen ganzen kleinen Markt machen durfte. Ich habe gesagt, den mache ich nur einmal. Und jetzt sind es seit 15 Jahren so im Schnitt 6 bis 7 Märkte im Jahr. Kommet und staunet, singende Narren, todesmutige Schwertkämpfer und natürlich die bauchtanzenden Hexen waren besondere Highlights auf der Showbühne. Nicht leicht, da einen Favoriten zu küren. Das Highlight sind immer die Ritter und natürlich die Hexen. Ritter und Hexen. Ja, die Hexen. Ja, weil mich das viel fasziniert, wie die tanzen können und so. Eindeutig die Hexen. Die sind ein Wahnsinn. Also die sind echt sehenswert. Unter Kostümen aus Leinen, Filz und Leder schlagen die Herzen für mittelalterliche Kulturen und Bräuche. Also das ist ganz einfach die Faszination, dass man einfach dem Alltag entfliehen kann. Man hat damals mit ganz wenig gelebt. Da war es wichtig, was zu essen zu haben, zu trinken zu haben, ein warmes Bett und vielleicht noch ein Feuer. Heute sind wir total überbeladen mit irgendwelchen Informationen, mit Luxus ohne Ende. Und das ist einfach die Zeitreise zurück und das macht einfach dann Spaß. Weil wenn man sich überlegt, dass alles draus entwickelt wurde, seit damals bis heute, also das ist eine ganz, ganz spannende Zeit gewesen. Sie war nicht einfach, bestimmt nicht. Ich würde sagen, wenn ich in der Zeit leben dürfte, höchstens 4 Wochen. Länger halte ich es nicht aus. Weil er stinkt. Was? Hör auf, stinkt. Hör auf. Die Burgfräuleins und die Ritter, sagt die schöne Musik. Die schöne Musik. Gute Musik, Atmosphäre und viele Freunde, viel Spaß. Ja, es ist einfach, wie die Leute da früher gelebt haben, wie sie zusammengehalten haben, was sie gemacht haben, wie sie gekocht haben, wie sie gelebt haben. Das ist das Interessante daran. Einfach, da sieht man, das geht heute auch noch. Ein Ausflug in ein anderes Jahrhundert als Kurzurlaub für Seele und Geist. Ein gelungenes Spektakel als Farbklecks im tristen Terminkalender. Jede Menge Spaß, tolle Händler, hier geht's richtig ab. Und ich finde das hier genial. Positives Regionales im Fernsehen. Täglich um 17 und 21 Uhr auf Satellit LT1 Oberösterreich. Hat es in Ihrem Leben schon einmal Momente gegeben, wo Sie überlegt haben, die Politik an den Nagel zu hängen? Oder hat es das noch nie gegeben? Ich glaube, es wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, es gibt nur schöne Tage oder nur tolle Erlebnisse. Das ist wie in jedem Beruf. Aber es war auch bei Phasen, wo es nicht so einfach war, nie so, dass ich mir gedacht habe, da haue ich jetzt den Hut drauf. Weil in der Politik ist es immer so, es gibt immer wieder neue Ansprechpartner, auch neue Möglichkeiten, wie man seine Ziele erreichen kann. Und das muss man dann auch versuchen.
Tag der Stimmen. Für alle Chorsänger und Chorsängerinnen des Bezirks. Für alle, die vielleicht bis jetzt nur unter der Dusche gesungen haben und auch mal im Chor singen wollen. Für alle Schülerinnen und Schüler die perfekte Gelegenheit, um in die Ferien hineinzusingen. Bleibt nur noch die Frage: Zuhören oder mitmachen? Am besten gleich beides. Melde dich zu einem Workshop an. Besuche unser Konzert der Stimmen. Oder genieße ein Achterl Wein beim Wirt deines Vertrauens und hör bei der Wirtshausrost zu. Nähere Informationen unter www.peuerbach.liedertafel.at. Das 28. Country Music Festival in Hagamhausruck. Wie immer ein Fest für alle Generationen. Die Gastfreundschaft der Country-Familie Haag ist weithin bekannt. The people here are amazing. I really like the atmosphere here and I'm very happy that I'm back again. It's the people are so friendly and the love for country music that they have is, it's not like you see really everywhere else. Die Atmosphäre ist Hammer, gell? Ja, wir fühlen uns wirklich aufgenommen hier, herzlich willkommen und das freut uns Musiker sehr. Danke vielmals. And it's every year a big pleasure and honor actually to be here and play with big musicians. Man erlebt hier wirklich Country Music pur. Es ist wunderbar, diese ehrliche Musik live zu erleben. Wir kommen aus der Schweiz. Wir sind zudem die erste liechtensteinische Country Band. Wir dürfen sogar den Titel fürstlich tragen. Die Ideen zu den anspruchsvollen Texten kommen aus dem Leben. Well, I think ideas come from different places. For me, all the songs I write are from real life experience. All the ideas come from God. I'm not smart enough to think all that stuff up, so it all comes from Him. Das Faszinierende an diesen Musikern ist, dass sie trotz ihrer großen Erfolge sehr bodenständig sind. Also die amerikanischen Musiker, die da in Haag auftreten und früher auch in Bad Ischl und so, da habe ich das Gefühl, die sind weit, weit natürlicher. Die Großen haben das alle nicht notwendig. Der sitzt hierher, redet mit dir, ist offen und ehrlich. Ein Höhepunkt, der Auftritt von Buddy Jewel aus Nashville. Buddy Jewel zum Beispiel, den habe ich kontaktiert. Der ist exklusiv für uns da, das mache ich eigentlich schon Jahre, dass ich ihn Hauptdeckt exklusiv umhole. I had written a song called Help Pour Out the Rain that I played on the show. I wrote it about my daughter. Her name is Lacey. Thousands and thousands of people who had watched the show started sending me emails and messages, and I realized I'd written a hit song. Die Country-Freunde Haag schaffen es alle Jahre wieder, mit diesem stimmigen Festival zu überzeugen. Positives Regionales im Fernsehen. Täglich um 17 und 21 Uhr auf Satellit LT1 Oberösterreich. Was gibt es sonst so für Hobbys bzw. Aktivitäten, die Sie gerne in der Freizeit machen? Also wenn es Freizeit gibt, versuche ich die natürlich mit der Familie zu nutzen, was den Kindern, der Familie, der Frau Spaß und Freude macht. Auch manches Mal Wandern, Ausflüge oder einfach nur miteinander zu sprechen. Das ist auch ganz wichtig und das stärkt einen auch selber. Apropos Familie, Familie wird ja bei Ihnen ganz, ganz groß geschrieben. Wie schaffen Sie es persönlich, Familie und Job, und dieser Job ist ja wirklich sehr zeitintensiv, unter einen Hut zu bringen? Es gibt viele zeitintensive Jobs, aber als Landeshauptmann ist man eigentlich selten privat, weil natürlich die Leute, wenn sie dich treffen, sagen, haben Sie schnell Zeit, können Sie mir dieses oder jenes, können Sie das Anliegen annehmen. Das tue ich auch gern, aber das fordert die Familie mit, das stimmt schon. Es geht auch nur, wenn die das mittragen, aber nachdem ich eigentlich immer schon irgendwie politisch tätig war, sind wir miteinander so auch in diese Aufgabe hineingewachsen. Ich versuche nur, möglichst Freiräume auch für die Familie zu schaffen. In der Früh sind wir meistens beisammen oder wenn die Kinder Anlässe haben, ob es ein Vorspielabend ist oder ein Fußballspiel beim Lukas, dann da auch dabei zu sein. Ich weiß, das ist jetzt nicht eine sehr einfache Frage, aber welche Stärken haben Sie, beziehungsweise welche Ihrer Stärken, glauben Sie, waren ausschlaggebend, dass Sie heute Landeshauptmann sind? Das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil das eigentlich andere bewerten sollten. Aber ich glaube nur, dass ich sehr zielorientiert bin, dass ich mich nicht schnell entmutigen lasse, auch entscheidungsfreudig und auch eine Ungeduld habe, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
Mit einem völlig neuen Talkformat, das an die Sendung von Anne Will angelehnt ist, war Landeshauptmann Thomas Stelzer einen Monat lang in Oberösterreich unterwegs. Im Innviertel war er zu Gast beim Danzer in Aspach. Tags darauf gab es das Grande Finale in Peuerbach, wo an die 500 Besucher ihren Landeshauptmann persönlich kennenlernen konnten. Wie ist denn Ihr erster Eindruck von unserem Herrn Landeshauptmann? Mein Eindruck ist ein sehr, sehr guter. Ich kenne ihn seit der Jugendzeit und ich glaube, er ist ein recht guter und vernünftiger Mensch. Ja, ich würde sagen, ein super Eindruck. Ja, eben deutlich jünger und Familienmensch und sehr sympathisch, ja, und ein sehr sachlicher Typ. Das finde ich einfach sehr super und das taugt mir auch recht. Ja. Was sehr gut rüberkommt, ist meiner Meinung nach die ruhige Art, was er vertritt. Und das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Das Gefühl zumindest strahlt aus. Bevor es auf die Bühne ging, präsentierte er bei einer Pressekonferenz die wichtigsten Ziele der Zukunft. Ist doch mit ihm die neue Zeit angebrochen. Die neue Zeit bedeutet für uns inhaltlich mit einem neuen Landeshauptmann eine klare Agenda für Oberösterreich unter dem Motto Land der Möglichkeiten, bedeutet aber auch eine neue Art und Weise, wie wir uns als Partei präsentieren. Sei es die Veranstaltung heute, die wirklich konzentriert ein konfrontativer 60-Minuten-Talk ist mit dem neuen Landeshauptmann, wo alle Themen angesprochen werden, die wirklich unter den Nägeln brennen, oder auch unsere Präsenz im Internet. Wir sind mit einem neuen Facebook-Auftritt unterwegs, wir haben uns im Web komplett auch neu definiert und, glaube ich, was eine ganz witzige Geschichte ist, es ist parallel mit uns eine Videobox unterwegs in ganz Oberösterreich, wo die Leute reingehen können, auf den schwarzen Knopf drücken und ein Anliegen direkt dem Landeshauptmann mitteilen können, und das haben immerhin schon 1200 Oberösterreicher gemacht. In einem 60 Minuten langen Talk sprach Stelzer über Politik, Privates, Regionales und darüber, wie er Oberösterreich zum Land der Möglichkeiten machen will. Dass ich will, dass ganz egal, welche Ausbildung man wählt, wo man zu Hause ist in unserem Land, dass man das Gefühl hat, dass der persönliche Plan vom Leben da am besten umzusetzen ist, weil man Perspektiven hat, weil die Lebensqualität stimmt, weil man sich weiterentwickeln kann. Das ist ein großer Anspruch, aber ich glaube, dass der bei uns gelingen kann. Und gelingen soll noch vieles, denn Erwartungen und Wünsche gab es einige an den Herrn Landeshauptmann. Ich habe die Erwartung, dass er frischen Wind einbringt in die Politik und vielleicht einmal neue Wege geht, nicht die alten eingefahrenen weitergeht, sondern einfach einmal einen Zugang findet zu Themen und ein bisschen unkonventioneller. Ich habe die Erwartung, dass er das Land in eine sehr gute Zukunft führt, dass er die Potenziale, die in den Menschen im Land selbst stecken, weckt, fördert mit seinem Team und dass unser geliebtes Heimatland in eine positive Zukunft geht. An die 5000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher nutzen die Gelegenheit, den neuen Landeshauptmann bei seiner Vorstellungstour durch Oberösterreich persönlich kennenzulernen. Eine erfolgreiche Reise durchs Land der Möglichkeiten. Was wünscht man jetzt einem Herrn Landeshauptmann für die nächsten Jahre? Ja, viel Tatkraft, viel Energie und vor allem viel Gelassenheit, glaube ich, in seinem Beruf. Vor allem einmal viel Gesundheit und viel Geschick in den vielen Aufgaben, die er hat, dass er geschickte Lösungen findet. Blick mal ein bisschen in die Zukunft. Was sind so Ihre Ziele? Was möchten Sie als Landeshauptmann alles erreichen? Das Wichtigste ist mir eigentlich, dass Oberösterreich so vielfältig, so bunt, so hochqualitativ, wie es dasteht, dass das auch in die nächsten Jahre hineingeht. Und das ist aber auch der schwierigste Punkt, denn eigentlich könnten wir jetzt sagen, es läuft alles gut, uns geht's gut, so gut wie noch nie zuvor. Aber genau an diesem Punkt muss man auch schon die nötigen Änderungen machen. Da hoffe ich auch, dass die Leute mitgehen, dass es Verständnis dafür gibt. Und da gibt es viele Schrauben, an denen wir drehen. Infrastruktur, da sind wir zum Beispiel bei der Internetversorgung noch weit nicht dort, wo ich hin will oder wie ich mir das vorstelle, auch im Straßenbau und öffentlichen Verkehr. Das Bildungsangebot in seiner Breite auch in der Region aufzustellen oder aber auch das Thema Forschung, das ist überhaupt eine der wichtigsten Triebfedern, wenn wir uns weiterentwickeln wollen als Wirtschaftsstandort. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Silvia Schneider auf den Spuren von Romy Schneider. Tracht im Trend, Lieblingslooks in Dirndl und Lederhose und lockige Hairstyles mit Löwenmähne und Braids. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. Großkampftag im Sportklettern auf den Kletteranlagen in Weiher.
Die Eisenwurzenmeisterschaft bestand aus einer Kombination aus Lead und Speed, bei denen die Naturfreunde Grieskirchen ausgezeichnete Erfolge erkletterten. Der Grieskirchner Kindergarten Parz war heuer bereits zum zweiten Mal bei der Kindergarten-Olympiade im Linzer Stadion dabei. Die Liederregion Mostlandl Hausruck gaben einen Überblick zu Lieder im Allgemeinen und welche Unterstützung für die Wirtschaft möglich ist. In den Diskussionen konnten bereits konkrete Projekte besprochen werden. Auch im heurigen Schuljahr starten die NMS Hofkirchen Tratznach wieder mit dem Erfolgsprojekt Wirtschaft verstehen. Patenfirmen sind der Nah- und Frischmarkt Reichardt und die Firma ETA Heizsysteme. Wenn wir jetzt so 20, 30 Jahre weitergehen und man fragt dann in 20, 30 Jahren die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, wie haben Sie die Zeit mit Landeshauptmann Thomas Stelze erlebt? Was würden Sie denn da gerne hören? Also eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn die Leute dann sagen, das war eine gute Idee, dass wir den Stelze als Landeshauptmann gewählt haben. Und dass sie auch dann sagen können, Oberösterreich ist international geachtet, bei uns spielt sich einiges ab und wir brauchen uns nicht verstecken vor anderen erfolgreichen Regionen der Erde. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg in der Ausübung Ihres Amtes. Dankeschön. Wir sind da in Bergbaumuseum in Birach im schönen St. Pantaleon. 1756 beginnt unsere Zeitreise der Bergbaugeschichte von St. Pantaleon und endet 1993 mit der Sakok in Trimmelkamm. Da sehen wir die einzige Lok, Baujahr 1949, die im Bezirk Braunau in einem Keller, in einem Haus steht und mit der mein Vater 25 Jahre bei der Sakok in Trimmelkamm gefahren ist. Besondere Umstände im Bergbau bedürfen natürlich besonderen Gerät. Und da haben wir in Trimmelkamm natürlich schweres Gerät aufgefahren mit Pumpen, die 6000 Liter in der Minute wegpumpen. Durch das wellenförmige Kohlenverlötz in Trimmelkamm war es notwendig, dass man elektrische Seilwinden verwendet anstatt Loks. Von Grüm-Telefon bis heute zu dieser Akkulok, wie es heute da steht, habe ich über 20 Jahre gebraucht, dass ich die Bergbaugeschichte oder die Technik der Bergbaugeschichte da in unserem Museum zusammentrage. Unsere aufmerksamen Bergleute in Trimmelkamm haben auch Zeitzeugen von unserem Urwald gefunden. Die meisten Fossilien im Original aus Trimmelkamm sind da bei uns im Museum zum sehen. Natürlich muss alles nachvollziehbar sein und da sind natürlich die Dokumente und die meisten im Original sehr interessant. Für mich ist das Schönste, wenn ich mit den Schulkindern das Rad der Zeit zurücktragen kann und mit ihnen gemeinsam die Geschichten nur einmal aufleben lassen kann, wie es bei uns einmal war. Das Einrichtungsstudio Gupfinger ist der optimale Partner. Von der ersten Idee über die Planung bis hin zur fachgerechten Umsetzung Ihrer Wohnträume. Von Anfang an mit uns zu planen, heißt für den Kunden alle Vorteile zu nutzen. Er braucht uns ja auch im Bereich Planung bereits, wenn der Hausplan entsteht. Wo kommt das Wasser hin, ist die erste Frage und da soll die Küche schon geplant sein. Das gilt natürlich für alle Wohnbereiche, egal ob Sie neu bauen oder sanieren. Wir sind Ihr Partner für die Komplettplanung Ihrer Wohnträume. Auf 3 Etagen können Sie sich von der Küche bis zum Bad für die optimale Lösung und Idee für Ihre Raumgestaltung inspirieren lassen. Das Thema Schlafen ist wichtig. Boxspringbetten sind in aller Munde, auch bei uns ein wichtiger Punkt. Ob mit Federkern oder ohne Federkernaufbau, bei uns finden Sie genau die richtige Lösung, damit Sie einen geruhsamen Schlaf finden. Welches Design Sie sich auch immer vorstellen, ob mit einer Holzwandgestaltung oder das Bett komplett in Stoff oder mal eine etwas andere Lösung, Sie finden bei uns wirklich eine schöne Auswahl. Die professionelle Montage macht die Freude am neu gestalteten Raum erst richtig perfekt. Das Team von Gupfinger Einrichtungsstudio freut sich auf Ihren Besuch. Lassen Sie uns Ihren Wohntraum verwirklichen, auch unter www.gupfinger.at oder kommen Sie gleich in unser Haus in der Linzer Straße in Scherding. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie im Ikuna Naturerlebnispark in Natternbach. Ikuna.at. Der Handel ist im Wandel. Wie überleben im Online-Zeitalter? Stadtgespräche Braunau-Simbach.
Die Bevölkerung aus beiden Städten hat dabei die Möglichkeit, Gegenwarts- und Zukunftsthemen, die für die Entwicklung der Region entscheidend sind, anzusprechen und Lösungen zu erörtern. Mittwoch, 21. Juni ab 19 Uhr in der Wirtschaftskammer Braunau. Eine Veranstaltung von Agentur Inblick, HT1 in Viertel und der WKO Braunau. Möbel Meier, Möbel, Aktualfenster und Tür. Einfach mal Danke sagen und ein schönes Fest feiern. Danke an BNI für die Unterstützung und für die tolle Zusammenarbeit mit dem Hause Möbel Meier. Ein Fest voller Freude und Genuss fürs Auge, Ohr und den Gaumen. Die BNI-Firmen haben mir in den letzten Jahren, haben uns in den letzten Jahren viele Empfehlungen gebracht. Und da war es mir mal wichtig, dass ich Dankeschön sage mit dem heutigen Fest. Zum einen und zum anderen möchte ich sagen, was jetzt im Herbst wieder aktuell ist, was wir wieder für neue Modelle haben. Und das passt ganz gut. Unsere Kundschaften fragen immer mehr nach Gesamtkonzepten. Da ist es einfach wichtig, dass man neben einer Küchenplanung auch den Boden empfiehlt, was für einen Maler, was für Farbe sollte man verwenden, was für Beleuchtung wäre interessant. Und da ist BNI ganz eine tolle Basis, weil wir mit wunderbaren Menschen und wunderbaren Firmen zusammenarbeiten und Tolles bieten können. BNI ist die weltweit größte Netzwerkorganisation, wenn es um das Thema Empfehlungsmarketing geht. Wir leben das Motto, wer gibt, gewinnt, und haben in unserem Chapter in Linz 54 Mitglieder. Das heißt, wir haben 53 Außendienstmitarbeiter, die für uns die Arbeit tun und uns empfehlen. Das heißt, wir geben oder verlangen keine Provision für das, dass wir uns gegenseitig empfehlen und dadurch Umsatz generieren. Für mich finde ich an BNI einfach das Interessante, dass man so viel Chance hat, tolle Geschäftskontakte von tollen Leuten zu erfahren, und das eben bei diesen regelmäßigen Meetings einmal in der Woche, wo man sich dann austauscht und wo jeder für sich überlegt, welche Möglichkeiten habe ich, dass ich meine Chapter-Kameraden und meine Teammitglieder einbinde in meinen täglichen Arbeitsprozess. In gemütlicher Atmosphäre standen nicht nur Erfolgsgeschichten und Freundschaften rund um BNI im Mittelpunkt, sondern auch das neue Möbel Meier Einrichtungshaus. Naja, man braucht sich nur umschauen, das neue Einrichtungshaus ist eine Sensation. Zwar nicht von mir geplant, aber sensationell. Es hat eine unglaubliche Ausstrahlung, Atmosphäre. Die Kunden, wenn sie denn solche Kunden sind jetzt, haben wohl ein sehr angenehmes Gefühl erinnern. Es ist sehr warm, es ist sehr, wie soll ich sagen, persönlich, und das funktioniert wunderbar. Ja, es ist sensationell, man fühlt sich wohl. Man kommt hier schon zu Hause an und man möchte alle Möbel am liebsten zu Hause stehen haben. Eine schöne Sache, wenn man sich gegenseitig unterstützt und wertschätzt. Und das in einem so wunderbaren Innenleben. Unser Unternehmen ist bereits seit 4 Generationen im Familienbesitz und hat im Laufe der Jahre viel für die Region getan. Aktuell beschäftigen wir 120 Mitarbeiter und sind der größte Arbeitgeber unserer Gemeinde. Mein Name ist Birgit Meier und ich leite die Baumeier GmbH in Waldzell. Wir von Frauen der Wirtschaft vertreten Ihre Interessen mit Beratung, Service und Networking. Denn unsere Region profitiert von starken Unternehmerinnen. Die Wirtschaft ist weiblich. www.unternehmerin.at. Das Richtige für mich. Das Richtige für mich. Das Richtige für mich. Das Richtige für mich. Gastronomie. Das Richtige für mich. Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern hat rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Großteil der Berufe, die hier vertreten sind, sind Gesundheitsberufe. In den Bereichen Pflege, Medizin, Diagnostik und Therapie werden immer wieder hochspezialisierte Fachkräfte gesucht. Einen entscheidenden Beitrag zur Förderung dieser Fachkräfte unternimmt das Schwerpunktspital des Innviertels selbst. Seit vielen Jahren besteht die Kooperation mit dem humansozialen Zweig des Bundesgymnasiums Ried. Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrganges absolvieren im Krankenhaus ein einwöchiges Pflichtpraktikum. Hier können sie erkennen, ob ein Gesundheitsberuf ihren Neigungen entspricht oder nicht.